Gut. Die Tote haben wir also. Weiter geht's. Damit seid grüßt zu einem Part der Night of the Rabbit. Mit dem Zwergenfrust. Und dem Geburtstagskuchen. Ich gebe den am besten so schnell wie möglich ab. Richtig. Ich gebe den am besten so. Na gut, dann red mal mit ihm. Hey, 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 nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Es gibt keine Torte. Ich hab eine Torte. Ja, Stück, du kleiner Naseweiß. Ich weiß auch nicht, was Anja aufhält. Aber ohne Torte wird diese Feier ein Desaster. Aber das betrifft einzig und allein die Familie. Ich hab eine Torte für euch. Na dann feiert mal schön. Ich muss nicht überall dabei sein. Na, endlich. Wie wär's jetzt mit Tod abgeben? Hallo, Herr Hase. Ich bringe euch die Torte, die ihr bei Anja bestellt hattet. Ach, dem Himmel sei Dank. Ich meine, wird ja auch Zeit. Scheint so, als ob du nicht völlig unbrauchbar bist. Sieht auch gut aus, die Torte. Weißt du was? Ich mache für dich eine große Ausnahme. Ab heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Sehr schön. Und jetzt stehe nicht weiter rum. Los, los, ab auf die Feier. Meine Güte, du bist aber launisch. Ich hoffe, seine restliche Familie ist nicht so anstrengend. Das befürchte ich fast. Wow, was für eine Party. Das sind ganz schön viele Leute hier. Jawohl, ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich, in so einer großen Familie ist das ganz normal. Huch, die Tassen! Jo. Jeden Tag Geburtstag. Das ist sehr großartig. Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag. Du auch. Hier. Ich hab Geburtstag. Oh, ich hab was bekommen. Ein Trophäe. Geburtstagstrophäe. Da ist was eingraviert. Peter Maus Trophäenparadies. Erfolgsmomente zu Schleuderpreisen. Ja, gut. Schöner Garten. Nein. Da wollen wir nicht hin. Mit der großen Blume scheint der Maus mit dem Rucksack zu gehören. Feiern Gäste mit Torte. Jetzt gibt es für die Feiernden endlich auch etwas zu essen. Jetzt kann ich das Fest endlich in Ruhe genießen. Wenn es keine Torte gibt, sind meine jüngeren Geschwister immer unausstehlich. Gut. Diese Hasen verstehen es wirklich zu feiern. Oh, Geschenke gibt es auch. Oder eher einen Briefkasten. Naja, kann auch ein Geschenk sein. Scheint sich ja zu freuen. Hasen. Na, geh mal hin. Geh mal gleich auf die Party. Steh nicht so abseits. Hm, diese Bowle sieht wirklich verlockend aus. Hm, sie duftet nach Brombeeren. Das erinnert mich an Mamas köstlichen Brombeerkuchen. Davon hätte ich jetzt gern ein großes Stück. Ich hoffe, Mamas Kuchen ist noch nicht kalt, wenn ich endlich wieder nach Hause komme. Gut, können wir uns hier vielleicht davon was abschöpfen? Das ist meine Trophäe. So leicht gebe ich die nicht wieder her. Hast ja recht. Vielleicht in der Tasse. Ich dachte, in die Trophäe könnten wir was abziehen. Eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Okay. Jonathan. Hallo Jonathan, mit dem können wir reden. Ich muss dir einen Witz erzählen. Gerne. Sehr gut, den schreiben wir uns auf. Wieso? Summen Bienen. Keine Ahnung. Weil? Sie den Text vergessen haben. Vergessen. Oh. Aber der hier wird dir gefallen. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na?
weil... Ich kann mir einfach keine Pointen merken. Merk schon. Aber einer geht noch. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau zwei reserviert haben. Warum? Weiß nicht. Weil... Der dachte sich ja selbst ins Hemd. Ich weiß es auch nicht. Ah, wundervoll. Schade. Wenn du sie weiter erzählst, weiß vielleicht jemand die Antwort. Jemand mit Humor. Okay, die können wir uns doch aufschreiben, oder? Ich habe mir die halben Witze notiert. Sehr gut. Die können wir doch da draußen zum Vortragen bringen. Die tanzende Maus, wo was? Der hier, der tanzt aber nicht. Ich dachte, du wolltest heute Abend tanzen. Meine armen kleinen Füße. Ich habe mir heute Nachmittag Blasen getanzt. Oh weh. Oh je. Dabei habe ich mich so auf das Fest gefreut. Tja. Arme kleine Maus. Ja, schön. Wir haben Witze. Oh, Ludwig ist auch hier. Ist es nicht eine Freude, den Hasen beim Feiern zuzusehen? Die Übersicht darüber, wer heute Geburtstag hat, habe ich allerdings schon lange verloren. Allerdings. Na dann, gehen wir mal ein paar Witze erzählen. Gut, ich habe ein paar... Sieht aus wie ein Stillleben. Der Sohn von... Ich habe ein paar Witze zu erzählen. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, um die Wassernuss zu ersetzen. Na gut. Ich sage immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, ich hab da ein paar Witze. Dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Die Wassernuss können wir gebrauchen. Ich habe echte Mauswalder-Witze, aber... Na dann, viel Glück. Aber ich... Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Hey Jerry, diesmal lachen wir bestimmt. Ja, sicher. Wir drücken dir die Daumen. Na gut, also... Wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Warum summen Bienen, Jerry? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Du musst die Antworten Jerry, darauf noch finden. Jerry, komm von der Bühne! Ah, Mann. Fandest ach du so, das okay. Ich fand es war modern. Verstehe. Aber lustig fand ich es jetzt nicht. Jerry, was war das jetzt wieder? Ich hab nur halbe Witze. Halbe Witze? Dann komm erst wieder, wenn du ganze Witze hast. Du vergraulst uns doch das Publikum. Okay, dann muss ich den Leuten erstmal am Tag hier... Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für... Nicht wahr? Genau. Ja. Halbe Witze. Müssen wir den Leuten erstmal erzählen, vielleicht. Dann wissen die eine Antwort darauf. Ich wende mich damit lieber an Profis. Nach meiner Bühnenerfahrung bin ich mit ungetesteten Witzen lieber vorsichtig. Mhm. Okay. Ihr vielleicht. Ich wende mich damit. Ja. Gut, wer ist denn hier ein Witzeprofi? Ah, ich habe auch noch den Gnomen oben drauf stehen. Ja, wie kommen wir jetzt an dich ran? Trophäe werfen. Das ist meine Trophäe. So leicht gebe ich die nicht wieder her. Okay. Vielleicht einen Hut nach oben werfen. Damit warte ich besser noch ein bisschen. Okay. Dann warte halt. Joa, okay. Den Kuchen haben wir abgegeben. Die Witze können wir noch nicht erzählen. Tja.
lassen wir es wahrscheinlich mal gleich wieder Tag werden. Laufen wir rum und erzählen ein paar Witze. Und wir versuchen es hier nochmal. Ludwig Gräber, der vielleicht. Sendepause. Das mache ich besser bei Tag. Okay. Scheint zu funktionieren, aber nur bei Tag. So, kleines Büchlein lesen. Der pennt. Immer noch auf dem Tisch. Partygast. Okay. Jetzt ist hier keiner da. Aus dem mörrigen Kartenbesitzer. Mörrisch. Ich wende mich damit lieber an Profis. Nach meiner Bühnenerfahrung bin ich mit... Okay. Vielleicht können wir am Café mit dem Maulwurf sprechen. Könnte eine Lösung sein. Der Maulwurf ist nicht hier. Ah, der ist wahrscheinlich beim Überschwemmungsgebiet. Der ist an seinem Radio. Der macht wieder Radio. Willkommen, ich wende mich damit. Ja. Ich wende mich damit. Okay, dann halt nicht. Langweilig. Okay, er findet es langweilig. Maus im Drucksack. Ich wende mich damit lieber an. Tja, Hintertür. Die Maus hat das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt. Die Tür ist jetzt offen. Okay. Aber sie guckt gleich wieder rüber. Jetzt kann ich nicht in den Garten. Ach stimmt, das nur für nachts. Die tanzende Maus. Ich tanze den ganzen Tag lang und ist dann traurig, dass nachts nicht tanzen kann. Ich wende mich damit lieber an Profis. Nach meiner Bühnenerfahrung bin ich mit ungetesteten Witzen immer vorsichtig. An Profis. Wir versuchen was bei dem Maulwurf. Das scheint ja schon geklappt zu haben. Ins Krähengebiet. Ah, okay. Ich dachte, das wäre hier. Da drüben ist es hier. Steinerner Weg. Ich gehe einmal lang. Die Anja. Nee, nicht Anja, das war die andere. Die andere Maus. Ludwig Gräber, vielleicht kann der uns was erzählen. Ich habe da Witze von Jonathan Eichhorn aufgeschrieben. Hab's extra notiert. Schieß los. Wieso summen Bienen? Ganz klar, liebes Publikum. Weil sie den Text vergessen haben. Ha. Okay, notiert. Viel Blausaft in einer Bar. Aus demselben Grund wie ich. Sie wollen nicht mit einem Kater aufwachen. Okay, den verstehe ich nicht. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau 2 reserviert haben. Warum? Weil sie noch 2 sind. Aber das Publikum... Schlechte Witze. Du könntest wirklich ein guter Co-Moderator werden. Ich habe mir die Antworten notiert. Sehr gut. Jetzt habe ich 3 vollständige Mauswaldwitze. 3 ganze Witze. Na dann, warte kurz. Wir gehen die Abkürzung. Durch das Zwergenquartier. Nee, da müssen wir. Können wir nicht des Nachts durchgehen. Am Tag gehen wir da durch. Ich wollte gerade das Buch lesen. Und wir gehen am Tag hier durch. In die Läden. Kann man einen ganzen Rundgang machen mittlerweile. Na komm, raus hier. Zur Stadtmitte. So, es werde Nacht. Na dann, jetzt haben wir vollständige ganze Witze, die wir zum Besten geben können. Dann kommen wir vielleicht ein Stück weiter.
Na denn, ich habe ganze Witze. Ich glaube, ich habe jetzt... Na gut, also, wenn's... Okay. Ich habe echte Mauswalder-Witze gesammelt. Jo. Na dann, ich werde auch... Ich und nun, Jerry. So, Jerry, deine Witze. Hey, Jerry, diesmal lachen wir bestimmt. Jo. Na gut, also... Wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Warum summen Bienen, Jerry? Weil sie den Text vergessen haben. Na, das finde ich lustig. Der war gut. Mehr nee, davon. Nicht so. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na, sie wollen doch nicht mit einem Kater aufwachen. Super. Schwerer Seufzer. Den hier werdet ihr lieben. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau 2 reserviert haben. Warum? Sag's uns! Na los! Weil sie noch 2 sind! Ja. Darf man aber nicht jedem erzählen? Nee, nee, nee. Danke, danke. Jerry, komm von der Bühne. Du hast das neue Wissen in sich aufgesaugt wie eine Wassernuss. Was habe ich was verpasst? Ich bin wieder da, ich bin wach. Und so eine Reaktion hat der Wassertrick nie hervorgebracht. Dafür, dass du Junior zu einem klasse Comedian gemacht hast und mich meiner Rente Junior einen Schritt näher gebracht hast. Ist ein klasse Comedian. Ich dir gern die Wassernuss. Nicht wahr, Junior? Ja. Junior. Ja, er stimmt mir zu. Nimm dir die Wassernuss. Großartig, vielen Dank. Ein wahres Naturtalent, der Junior. Du wirst sehen. Bald ist mein Junior ein großer Star. Und du wirst sagen können, ich habe ihn schon vor seinem Durchbruch gekannt. Ich fühle mich sehr, geehrt. Na dann. Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Na dann, wir haben die Saugstolke Wassernuss. Was sollten wir damit jetzt noch gleich machen? Irgendjemand braucht jetzt so eine leuchtende Nuss. Glühende Nuss, da können wir uns jetzt eine von nehmen. Ui, oder? Das sind ja die Glühnüsse. Sind sie nicht faszinierend? Der Saft in ihnen zieht massenweise Glühwürmchen an. So eine könnte ich gut gebrauchen. Wer braucht denn gleich noch... Wer braucht denn so einen Nuss? Vorsichtig. Wenn die zerplatzen, ist alles voller Leuchtsaft. Perfekt. Für wen war die denn gleich? Glühende Nüsse. Okay. Ich habe gar keinen Plan, wofür wir das jetzt brauchen könnten. Ja gut. Wir brauchten noch eine Glühnuss. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat... Die Hasenfamilie braucht keine mehr. Die haben genug. Vielleicht übernachte ich hier einfach mal. So ein kleines Büchlein lesen. Einmal bis man umwacht. Der hat ewig nicht mehr geschlafen. Der Kollege. So, wolltet ihr eine Glühnuss haben, oder... Nein, nachher Tag. Gibt's noch ein Leuchtsaftunglück. Dann leuchte ich im Dunkeln. Das ist richtig. Vielleicht müssen wir das dem Kobold geben, damit er im Dunkeln leuchtet. Wäre eine Möglichkeit. Oder ihr. Nein, nachher gibt's noch ein Leuchtdann. Tja. Für wen war das gleich noch gedacht? Irgendjemand wollte unbedingt eine Leuchtnuss haben. Aber wer? Hier waren wir heute noch gar nicht. Oh, holla. Wer ist denn das?
Der Grund hier muss arbeiten, doch er tut es nicht. Manchmal braucht man Hilfe von jemandem mit dem Sinn fürs Wesentliche. Wir können den Wildwuchs stoppen. Was sind das für seltsame Kerle? Bahnen lenken. Wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Uhu. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Sehr verdächtig. Ratersuch. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seine Heimat für dich zu öffnen. Ist klar. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Suchst du mich? Komme zum Haus des alten Magiers von Mauswald. Ach, stimmt ja. Da hängt er jetzt ab. Ja, gut, vielleicht können wir dort was finden. Beim Magier. Hier komme ich gerade auch nicht weiter. Mit dem Kobold. Tja. Hämmern werkeln jeden Tag. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Genau wie ich es mag. Hallo, Monkey. Schon zurück? Was, wenn ich Hilfe brauche? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung. Okay, das wusste ich. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen haben. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Na dann. Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich so lange von zu Hause weg bin? An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Auf jeden. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. So viel liegt noch vor dir. Aber Kinderarbeit ist verboten. Doch es ist nicht viel Zeit. Also, ja, vielleicht nicht in diesem ganzen Ort. Jerry Haselnuss. Joa. Na dann. In der Halle der Schüler gibt es jeweils eine Stele für jeden Schüler, der hier ausgebildet wurde. Doch diese hier wurde vor langer Zeit von der Halle ausgesperrt. Ich habe sie tief im Wald gefunden und versuche, ihr Geheimnis zu lüften. Die Verbannung durch die Halle ließ das Bild in 32 magische Kautropfen zerspringen. Ah, okay, das war's. Verstehe. Das müssen wir wahrscheinlich auch noch machen. Tautropfen haben wir noch keine gesammelt. Oder? Das sind Baldrian-Tropfen. Hämmern werkeln jeden Tag. Tja. Irgendwie müssen wir den Kobold jetzt dazu kriegen, dass er mal da runterkommt.
Guti, Guti, Guti. So, wie wär's denn hiermit? Nein, nachher gibt's noch ein Leuchtsaftunglück. Dann leuchte ich im Dunkeln. Oder der Kobold, das wäre ziemlich gut. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Daran will ich die Wassernuss nicht verschwenden. Wassernuss. Vielleicht können wir die ins Wasser tun. Ich bin Emmett, Milano plus O'Donnell. Mehrfach aus. Ja, schön. Vielleicht mal darüber. Nein, hier, hier hoch, da waren wir heute auch noch nicht. Zum Bach, vielleicht können wir damit was bewirken. Hier, in den Fluss dunken. Oder so. Irgendwie nicht. Höhlenstatue. Vielleicht können wir mit der reden. Drehen. Aha, okay. Die will umgedreht werden. Die Statue. Ein Stock bringt hier nichts. Shiva. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Joa. Na denn. Vielleicht gehen wir wieder zu dem Weg hier zur Brücke. Vielleicht können wir hier was mit der... Daran will ich die Wassernuss nicht verschwenden. Okay, dann halt nicht. Plato, vielleicht brauchst du eine Leuchtenuss. Nein, nachher gibt's noch ein Leuchtsaftunglück, dann. Tja. Wer benötigt eine solche Leuchtenuss? Du vielleicht. Ich glaube zwar nicht dran, aber ja gut. Nein, nachher gibt's noch ein Leuchtsaftunglück. Dann leuchte ich im Dunkeln. Irgendwie müssen wir den Kobold runterlocken. Aber wie? Ja, vielleicht braucht ihr Steinberg. Nein, nachher gibt's doch... Okay, dann halt nicht. Vielleicht hier mal eben das goldene Posthorn bedienen. Oh, hey. Den haben wir auch lange nicht mehr betrieben. Hallo Jerry, du bist aber noch spät auf den Beinen. Na, wie soll es gehen? Gute Frage. Unser Postamt am Fluss steht unter Wasser. Zum Glück kann ich schwimmen. Das? Okay, Postamt, vielleicht können wir das. Aber mein Chef, der Postbiber, hat jetzt noch schlechtere Laune. Radiostation. Nasse Briefe lassen sich viel schlechter. So, dort ist der Fluss über die Ufer getreten. Da kann ich dich leider nicht hinbringen. Vielleicht können wir das freischalten, wenn wir uns hier... Nach Radiostation. Ich habe letztens einen Werbezettel für Violinunterricht. Da kann ich dich leider nicht hinbringen. Auf geht's. Halt dich fest. Okay, wohin geht's jetzt? Bis später. Ach, hier sind wir. Na, großartig. Na dann. Zu Fuß. Oh. Na holla, was machen die hier des Nachts? Oh, was geht denn hier vor? Mir ein geheimes Treffen. Denn ich
Ich habe ihn entdeckt, aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit und für uns urbar gemacht. Mir steht der Besitz zu, denn ich habe die 4 Metalle in seine Hände gelegt. Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu, denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sich in den Stamm treiben muss. Aha, langsam verstehe ich. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Die dunklen Kreaturen in Mauswald. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Hat er sie gemacht? Machen wir uns ans Werk. Oh, weil. Jemand lauscht. Ach, wie gut, dass niemand war, dass ich rumbestießen weiß. Ein von uns. ja. Schnell weg hier. Ja gut, den Kobold, den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht vertrieben. Ja, vertreiben wollen wir den ja auch nicht. Wir brauchen seine Macht, uns zum Portalbaum zu führen. Tja, ich habe keine Idee. Der grüne Hut, aka Gnom. Wie kriegen wir den jetzt noch zugeredet? Ja, da ist er. Grimmiger Mann in Grün. Ja, komm doch runter. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Ich habe wie zum Hinkommen. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Tja, da ist kein Hochkommen. Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Von mir klaut niemand. In dem Sinne, da mich nach oben. Und wo bleibt der Mückenlehrer jetzt? Hier ist er. Aber er kommt nicht hoch zu dir. Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen.